So hier gibt es einige Personen. Was ist für Sie das wichtigste Fest? Inse pucha ek ek karke, ki bhai tumhare liye most important festival kaun sa hai, tumhare liye most important festival kaun sa hai, ek ek karke sabse pucha. Hearing ji the advotan der Parjonan und not hearing ji das wichtigste Fest für die Parjonan. Zuerst, Julian Weber mit Lasse Fier und Lia. Wer sagt was? इनके फेस्टिवल स्टार्ट करेंगे हम लोग वन बाई वन, लेकिन उससे पहले ये भी पढ़ लेते हैं. वेर जाट दस, ये स्टेटमेंट किसका है? अर्गेंशन दीजिए फोटो नंबर, आपको वहां से फोटो नंबर, जैसे आइन स्वाई द्राय फियर, इसमें आपको फोटो नंबर लिखना है. इस विनीमन फ्रो व्हेन देयर फ्लूलिंग कॉम्ड, आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन फ्लूलिंग, बसंत आती है तो मैं खुश होता हूँ होती हूँ. एस इज शोन when the ganze family zusammen ist, beautiful. If the whole family is together, puri family saath hoti hai to mujhe bahut acha lagta hai. Yeah, okay. And next, Weihnachten ist mir sehr wichtig, Christmas is very important for me. Und dann, ich mag keine Feste, I don't like festivals, weil es oft nur um Geschenke geht. People just talk about gifts, gifts, gifts. Gift मुझे ज़्यादा करना अच्छा नहीं लगता. Carnival is lustiger als Weihnachten. Carnival is lustiger. ज़्यादा funny है Weihnachten से. Ich verkleide mich gern. मुझे तो verkleiden का मतलब है अलग अलग तरह के कपड़े पहनना अच्छा लगता है. जैसे कोई हनुमान जी बन जाता है, कोई हेलोवीन में भूत बन गया, ऐसे. So, इनके फेस्टिवल नोट कर ले. और ये स्टेटमेंट किसने बोला? ये moment, das ist dann Akzent, okay. Akzent hier. Übung 11b. Tobi, habt ihr schon euren Sommerurlaub geplant? Puh, schwieriges Thema, Lea. Warum? Bekommt Steffi wieder keinen Urlaub im Sommer? Nein, nein, wir haben... Übung 3. Mein Lieblingsfest? Weihnachten natürlich, gar keine Frage. Dann kommt die ganze Familie zusammen und Lasse und Lea treffen ihre Cousinen und Cousins, ich meine Eltern und die Geschwister. Das ist sehr schön. Wir gehen am 24. Dezember, also an Heiligabend, zusammen in die Kirche, essen Suppe und dann warten alle auf den Weihnachtsmann. Das ist immer sehr spannend und am Abend wird es richtig gemütlich. Klar, Weihnachten und Ostern sind wichtig, aber wir beide leben in Köln und haben uns beim Karneval am Rosenmontag kennengelernt. Nina war ein Geist und ich eine Prinzessin. Das war sehr lustig, weil wir uns gerne verkleiden. Wir feiern wirklich am liebsten Karneval und Rosenmontag ist für uns seit 3 Jahren ein besonderer Tag. Nächstes Jahr wollen wir nach Basel zur alemannischen Fastnacht fahren und uns dort die Umzüge und die tollen Masken anschauen. Natürlich ist es schon schön, wenn die ganze Familie an Weihnachten zusammenkommt, aber Karneval macht einfach mehr Spaß. Ostern und Weihnachten sind mir da nicht so wichtig. Ich liebe Ostern. Das ist für mich das schönste Fest, weil dann der Winter zu Ende ist und endlich der Frühling kommt. Meistens ist meine Tochter mit ihrer Familie zu Besuch. Ich finde es schön, wenn wir alle zusammen sind. Bei schönem Wetter kommt der Osterhase in den Garten und versteckt die Eier. Meine Enkelkinder lieben das. Und wir Erwachsenen machen ein Picknick
essen Torte und machen viele, viele Fotos. Ich mag eigentlich keine Feste. Zum Beispiel Weihnachten. Die Leute kaufen viel zu viele Geschenke. Zu Ostern gibt es jetzt auch nicht nur Eier, sondern die Leute kaufen und kaufen. Ich finde das ganz schrecklich. Oder der Valentinstag. Der ist doch vor allem für die Blumenläden wichtig. Ich schenke meiner Freundin und meiner Tochter Fiona das ganze Jahr Blumen. Aber ganz bestimmt nicht am 14. Februar. Aber Fiona liebt Halloween. Und ich mag dieses Fest auch, weil es ein großer Spaß für die Kinder ist. Ich verkleide mich dann auch und Fiona muss immer über mich lachen. Okay. Übung 7D. Gefallen dir die Blumen nicht? So, hier, letztes Fest. Juliane Weber, welches Fest? Weihnachten. Weihnachten. Und hier? Weihnachten, Oster, Rosenmontag. Aber Rosenmontag gefällt Ihnen besser. Karneval gefällt Ihnen besser. Und drei Personen, drei, was sagt Sie? Welches Fest? Ostern hat sie gesagt. Ostern. Die Familie ist zusammen. Machen Picknick. Und welches Fest mag er? Also mag keine Feste. Er mag keine Feste. Aber dann Halloween hat er gesagt. Amanda hat er gesagt Halloween und verkleide ich mich gerne. Normalerweise hat er gesagt, keine Feste. Ich war so wohl dir, für die Ada, ich bin mit dir gesagt, Halloween, so mehr wie man hat. So, wer hat gesagt, ich bin immer froh, wenn der Frühling kommt. Frühling mit dem Oster oder einer? Ja. Es ist schon, wenn die ganze Familie zusammen ist. Family is together. Who said this? Julian Weber. Julian Weber. And also Sigrid. Ich denke eins. Oh, Nummer. Man sollte hier Nummer schreiben. Eins und auch drei. Weihnachten ist mir sehr wichtig. Julian vielleicht? Wegen Kirchen. Ich mag keine Feste, weil es oft um Geschenke geht. Seven Wagner. Hier. Okay. Karneval ist lustiger als Weihnachten. Haben. Karneval ist lustiger. Zwei. Wir haben gesagt, Karneval und Rosenmontag finden wir sehr gut. Aber Karneval macht mehr Spaß. Also lustiger als Weihnachten. Mehr Spaß. Ich verkleide mich gern. Chalata. Ha? Ich verkleide mich gern. Sigrid, Cover, Drei. Also zwei und vier. Sie haben in Karneval getroffen. Ich habe gesagt, dass मैं प्रिंसेसिन बना हुआ था और ये कुछ और बनी हुई थी तो फरक्लाइडन कार्निवाल में और इसने भी बोला कि हैलोवीन में इस फरक्लाइडे और
dann Fiona muss auf mich lachen, über mich lachen. Ich bin immer froh. शुरुआती आपको दो मिनट और सुनाऊंगा बस आज घर पे आपको इसके लिसनिंग करनी है वो कैब को पढ़ना है थोड़ा Übung 3. Jetzt ist da. Mein Lieblingsfest? Weihnachten natürlich, gar keine Frage. Dann kommt die ganze Familie zusammen und Lasse und Lea treffen ihre Cousinen und Cousins, ich meine Eltern und die Geschwister. Das ist sehr schön. Beginn am 24. Dezember, also an Heiligabend, zusammen in die Kirche, essen Suppe und dann warten alle auf den Weihnachtsmann. Das ist immer sehr spannend. Und am Abend wird es richtig gemütlich. Ja, wie hat gesagt über Weihnachten? Und die Familie? Klar, Weihnachten und Ostern sind wichtig. Aber wir beide leben in Köln und haben uns beim Karneval am Rosenmontag kennengelernt. Nina war ein Geist und ich eine Prinzessin. Das war sehr lustig, weil wir uns gerne verkleiden. Wir feiern wirklich am liebsten Karneval. Und Rosenmontag ist für uns seit 3 Jahren ein besonderer Tag. Nächstes Jahr wollen wir nach Basel zur alemannischen Fastnacht fahren und uns dort die Umzüge und die tollen Masken anschauen. Natürlich ist es schon schön, wenn die ganze Familie an Weihnachten zusammenkommt, aber Karneval macht einfach mehr Spaß. Ostern und Weihnachten sind mir da nicht so wichtig. Sie haben auch über die ganze Familie zusammen ist auch wieder. Ja. Ich liebe Ostern. Das ist für mich das schönste Fest, weil dann der Winter zu Ende ist und endlich der Frühling kommt. Frühling. Meistens ist meine Tochter mit ihrer Familie zu Besuch. Ich finde es schön, wenn wir alle zusammen sind. Bei schönem Wetter kommt der Osterhase in den Garten und versteckt die Eier. Meine Enkelkinder lieben das. Und wir Erwachsenen machen ein Picknick, essen Torte und machen viele, viele Fotos. Ich mag eigentlich keine Feste. Zum Beispiel Weihnachten. Die Leute kaufen viel zu viele Geschenke. Zu Ostern gibt es jetzt auch nicht nur Eier, sondern die Leute kaufen und kaufen. Ich finde das ganz schrecklich. Oder der Valentinstag. Der ist doch vor allem für die Blumenläden wichtig. Ich schenke meiner Freundin und meiner Tochter Fiona das ganze Jahr Blumen. Aber ganz bestimmt nicht am 14. Februar. Aber Fiona liebt Halloween. Und ich mag dieses Fest auch, weil es ein großer Spaß für die Kinder ist. Ich verkleide mich dann auch und Fiona muss immer über mich lachen.